Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tobias von Yoga Privé und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Namaste. Mit diesem Yoga-Video möchte ich mit dir eine Praxis etablieren, die uns einen starken Rücken und ein weites Herz schenkt. Konkret gehen wir also in eine Sequenz aus Rückbeugen. Wir werden die Wirbelsäule mobilisieren und vitalisieren, sodass sie sich geschmeidig anfühlt. Wir werden ihr Kraft schenken, sodass sie dich ganz, ganz gut und aus einer inneren Stabilität heraus aufrichten und im Alltag stützen kann. Und gleichzeitig schenken wir der Vorderseite ganz viel Raum, sich zu strecken, sich zu weiten. Wir schaffen Weite im Brustkorbbereich für die Lungen, um tiefer atmen zu können, um mehr Sauerstoff aufzunehmen, also auch mehr Energie im Alltag zu finden und schenken dem Herz, zweiten Organ im Brustkorb, ein Gefühl von Weite. Und das mobilisiert das Herz-Kreislauf-System, es stärkt die Herzmuskulatur und schenkt dir auch symbolisch für all das, was du mit deinem Herz verbindest, mehr Raum, also vielleicht mehr Güte, mehr Mitgefühl, mehr Anerkennung dir gegenüber, aber auch der sozialen Umwelt, die dich umgibt. In dem Sinne, lass uns gemeinsam beginnen. Die Yoga-Sequenz an sich ist dann gut geeignet, wenn du immer wieder in den Rücken spürst, auch den unteren Rücken, und das alles so gestaltest, dass du da keine große Druck- oder Kompressionsspannung merkst. An den Rückbeugen führen immer den unteren Rücken in ein starkes Hohlkreuz. Das kommt daher, dass die Lendenwirbelsäule sehr gut Rückbeugen machen kann. Versuche das immer so ein bisschen auszugleichen, um dein Becken aufzurichten, dem unteren Rücken Länge zu schenken. Und dann, wenn es dem unteren Rücken gut geht, dann kannst du einfach schauen, was mag denn der obere Rücken machen und wie weit gehst du mit mir in diese Rückenbogensequenz mit. Es ist eine Praxis für die Mittelstufe und ich gebe dir zwischendurch auch Alternativen, sodass du das deinem Wunsch und deinen Zielen entsprechend mitmachen kannst. So, dann lass uns beginnen mit einem starken Rücken und einem weiten Herzen und die Matte ausrollen. Ja, wir werden jetzt zunächst eine Yoga-Praxis beginnen, die wir im Liegen starten. Wir werden hier die Wirbelsäule vorbereiten, also ihr geschmeidige Bewegungen schenken und dann in die ersten, doch recht kräftigen Ideen für den Rücken eintauchen. Wir beginnen also im Liegen. Gut, du brauchst dann hinter dir etwas Platz, sodass du die Arme hinter dir gut ablegen kannst. Und wenn du diesen Raum hinter dir gefunden hast, dann bring zunächst die Arme wieder zurück an deinen Körper. Stell die Füße gut vor dem Becken auf. Und wenn du dein Becken jetzt spürst, dann kannst du wahrnehmen, dass das Kreuzbein, also die Knochenstruktur der Beckenrückseite, am Boden verankert ist. Lass das Kreuzbein hier am Boden und kipp dein Becken nach vorn aus. Mach der untere Rücken ein Hohlkreuz. Jetzt roll dein Becken ein, sodass der untere Rücken flach zum Boden kommt. Mach das ein paar Mal. Ja, nimm die Bewegung im Rumpfbereich und unteren Rücken wahr. Und von hier lassen wir eine Bewegungssequenz durch den Rücken entstehen. Wenn du also das nächste Mal dein Becken einrollst und der untere Rücken am Boden angekommen ist, dann lass ihn dort und heb das Becken ein klein wenig nach oben, sodass das Kreuzbein den Boden verlässt, der untere Rücken aber noch am Boden bleiben kann. Gut, dann leg dein Becken wieder ab, kipp es nach vorn aus. Die neue Runde, roll dein Becken ein und heb es ein wenig höher und komm wieder zurück, kipp es nach vorn. Und mach das also die nächsten Momente für dich weiter. Geh immer ein bisschen höher mit dem Becken und nimm dabei wahr, wie die Bewegung durch den Rücken entsteht. Das kann eine sehr schöne Rollbewegung sein. Du rollst dich nach oben und nach unten. Arbeite dich Wirbel für Wirbel Richtung Schultern vor. Und wenn du Variationen möchtest, dann roll nicht direkt auf der Wirbelsäule, sondern neben der Wirbelsäule hoch und runter. Ja, das sind kleine Ideen, den Rücken zu mobilisieren, zu vitalisieren,
einfach gut durchzubewegen. Und je geschmeidiger sich der Rücken dann am Ende anfühlt, desto leichter fällt es eben, in die Rückbeugen einzutauchen. Also rakel dich auch gern hoch und runter. Und bekomme hier ein erstes Gespür dafür, wie weit du das Becken nach oben heben kannst, wie weit du also diese Rückbeuge aufbauen kannst. Und wenn du das nächste Mal mit dem Becken angekommen bist, dann lass es dort, zieh die Knie zum Brustkorb, greif die Knie und wenn du magst, du kannst den Kopf heben, also mit der Stirn Richtung Knie kommen. Dann bette den Kopf wieder, stell die Füße auf, roll dein Becken ein und heb es hoch. Heb den Rücken weit nach oben, nimm die Arme mit, mach einen Bogen ganz weit nach hinten, leg hinter dir die Arme am Boden ab, jetzt mach jeweils eine Faust. Drück die Fäuste zusammen, dann spürst du Kraft in den Händen, in den Armen, aber natürlich auch im Rücken. Der ist ganz stark jetzt. Jetzt öffne die Fäuste wieder und leg dich nach vorn zurück. Roll dich ab, leg die Arme zurück. Wenn das Becken angekommen ist, dann zieh die Knie zu dir heran, heb eventuell den Kopf, die Stirn Richtung Knie und komm zurück. Und wir machen das weiter. Atme in Ruhe tief ein, heb den Rücken nach oben, führ die Arme nach hinten zur Erde. Eine Pause in der Fülle mit Fäusten, ausatmen, Fäuste öffnen, leg dich nach vorn wieder ab, in der Ausatemleere die Knie umarmen. Und mit dem Einatmen die Füße aufstellen und mach das für dich weiter. Und versuch eine schöne Harmonie zu finden. Eine Harmonie, in der Bewegen und Atmen eins wird, eine Einheit. Dann beginnt die neue Runde. Und wenn du hier oben angekommen bist in der Atemfülle, dann lass mit dem Ausatmen die Arme hinten und leg nur den Rücken nach vorn wieder ab. Nur den Rücken nach vorn ablegen. Nochmal mit dem Einatmen den Rücken nach oben heben. Schieb die Arme weit nach hinten. Ganz lange Arme. Ausatmen, zieh das Gesäß Richtung Fersen und roll den Rücken ganz lang nach vorn ab. Ganz lang ablegen. Und dann bleib hier einen Moment. Die Arme sind hinter dir abgelegt, das Kreuzbein ist am Boden angekommen. Und dann nimm wahr, wo du jetzt Dehnungen im Körper spürst. Das kann die Oberarmmuskulatur sein, können die Muskeln sein, die die Achselhöhle formen. Richtung Brustkorb kann die Dehnung entstehen oder in den Rücken. Und auch die Atmung war, wo spürst du sie jetzt am deutlichsten? Und wenn du wieder einatmest, dann heb deinen Rücken nach oben und bring ausatmend nur die Arme nach vorn. Und hier sind wir in Setu Bandhasana, in der Schulterbrücke. Du kannst die Arme entweder anwinkeln, die Ellenbogen sind am Boden, die Arme zeigen so an deinem Körper vorbei nach oben, die Fingerspitzen zeigen Richtung Himmel. Oder du legst die Arme lang ab, Richtung Fersen, verbindest eventuell beide Hände mit einer gemeinsamen Faust zueinander. Also such dir das Passende hier aus und dann zieh die Schultern unter dem Rücken zueinander. Das ist eine Auswärtsrotation der Schultergelenke. Schieb die Schulterblätter unter dem Rücken zueinander. Und stell dir vor, du hältst das T-Shirt, also deine Kleidung, zwischen den Schulterblättern fest. Saug die Schulterblätter nach oben in den Brustkorb mit der Idee, als würdest du den Brustkorb aus seiner Rückseite heraus nach oben hochheben. Ja, die Schulterblätter schieben hoch, sie tragen den Brustkorb nach oben, heben dein Brustbein hoch in die Welt und damit auch dein Herz in die Weite nach oben.
Jetzt nimm dein Becken warm, schieb das Steißbein des Beckens Richtung Oberschenkel hoch. Das heißt, das Becken rollt ein, der untere Rücken wird länger. Finde mit dem Becken eine angenehme Höhe. Erspür die Knie, stell dir ein Luftpolster vor, dass du mit den Knien sanft zusammendrückst und zieh die Knie insgesamt nach vorn und drück die Füße nach unten. Und wir verweilen hier einen Moment. Immer wenn es zu anstrengend wird und zu fest irgendwo, dann finde dort Bewegungen. Spür gleichwohl auch die Rückseite. Sie ist stark. Wir zentrieren die Rückenmuskulatur, die diese Brücke aufspannt und stabilisiert. Dann nimm auch die Vorderseite wahr. Hier sind zwei Achsen, die sich strecken. Die Längsachse deines Körpers, die geht von den Knien zum Brustbein. Und diese Achse streckt sich. Das heißt, die Oberschenkelmuskulatur dehnt sich. Die Bauchdecke streckt sich. Die Zwischenrippenmuskeln sind weit, die Rippenbogen gehoben. Und eine Querachse streckt sich auch, die verläuft von den Schultergelenken Richtung Schlüsselbeine, Richtung Brustbein. Ja, deine gesamte Vorderseite streckt sich längs und quer. Und diese beiden Achsen treffen sich auf Höhe der Schlüsselbeine oder dem Brustbein. Schick da auch die Atmung hin. Atme dein Brustbein am Kinn entlang nach oben hoch. Und je tiefer du atmest, desto mehr Sauerstoff nimmst du auf. Der geht in einem direkten Weg in das Blut direkt zum Herzen. Das Herz ernährt sich davon und pumpt dieses sauerstoffreiche Blut in deinen Körper, bis in alle Milliarden Zellen deines Körpers, um dort verstoffwechselt und zu Energie zu werden, zu Lebensenergie. Also atme tiefer, nähr dein Herz. Und stell dir vor, du hebst es aus der Rückseite nach oben und schenkst ihm ganz viel Raum und Weite. Wenn du ein bisschen mehr in die Kraft gehen möchtest mit mir, dann drück den linken Fuß nach unten, zieh das rechte Knie zum Oberkörper, schieb den rechten Fuß hoch Richtung Himmel, drück die Ferse hoch und den linken Fuß aktiv nach unten. Atme hier tief durch. Und komm mit dem Fuß wieder zurück. Andere Seite, den rechten Fuß nach unten drücken, zieh das linke Knie zum Oberkörper, schieb die Ferse nach oben, zieh die linke Hüfte mit hoch, drück den rechten Fuß nach unten. Auch hier tief atmen. Und nochmal tief durchatmen und dann senk den Fuß wieder zurück. Richte dich nochmal gut ein. Entspann dein Herz. Trag es nach oben in die Welt. Und dann bring die Arme an die Ränder deiner Yogamatte zurück. Zieh die Schultern breit nach außen zurück. Und dann roll und räkel dich mit dem Rücken Wirbel für Wirbel zurück zur Erde. Lass dir Zeit und spür besonders die Auflageflächen zum Boden, die sich jetzt verlängern. Spür dein Kreuzbein, wie es landet. Und dann bleib bei dir, spür nach. Nachspüren heißt immer auch wahrzunehmen, was sich verändert hat. Nimm die Körperrückseite wahr, die Spannung loslässt. Der Rücken, der entspannt sich wieder. Die Muskulatur wird durchlässig. Dann nimm die Vorderseite deines Körpers wahr. Hier gaben wir Raum zu wachsen. Wo spürst du jetzt diese innere Weite, diesen Raum? Wo nimmst du die Atmung jetzt am deutlichsten wahr? Und spür auch dein Herz, wie es für dich jetzt pulsiert. Wir mobilisieren den Rückenbereich wieder, also gehen aus der Rückbeuge in einen kleinen Ausgleich und machen das mit Drehungen. So kipp einfach deine Beine nach rechts und links. Lass eine schöne harmonische Drehbewegung entstehen und nimm sie durch den gesamten Rücken mit, also lass den Kopf entgegengesetzt mitgleiten. Ja, ist ein schöner Moment, den Rücken zu mobilisieren. Er wird verwrungen in sich und das tut dann recht gut und hilft, Spannungen loszulassen.
Ja, und dann komm wieder zurück zur Mitte. Zieh beide Knie zu dir heran. Das ist Apanasana. Und jetzt schaukel nach rechts und links. Du kannst die Ellenbogen dafür zur Seite drehen. Und hast du halte den Seiten. Und über die Entfernung der Knie zum Brustkorb kannst du steuern, wo die Massage hinkommt. Schick sie für heute besonders in den unteren Rücken. Der ist heute recht gut gefordert. So schenk ihm eine Wohlfühlmassage. Dann komm wieder zurück, such dir den Weg nach oben aus und wechsel bitte in den Vierfüßler. Ja, wir machen im Vierfüßler weiter mit Mobilisationsübungen des Rückenbereichs und gehen in eine Bewegungssequenz, die nicht nur den Rücken aktiviert, sondern dann peu à peu auch den gesamten Körper vorbereitet. Und starten in Katzenbuckel. Roll dich also sanft ein, heb den Bauchnabel, heb die Flanken, heb dich aus den Schultern heraus und roll den Kopf ein, bring den Blick Richtung Oberschenkel. Das ist eine Vorbeuge, der Rücken ist rund. Jetzt der Pferderücken, kipp mit deinem Becken nach vorn, tauch mit der Lendenwirbelsäule ein, tauch mit der Brustwirbelsäule in den Schulterbereich ein, dreh die Oberarme auswärts, Ellenbogen zeigen nach hinten, heb dein Brustbein hoch, bring den Blick nach vorn. Nochmal, in den Katzenbuckel, Becken einrollen, Steißbein nach unten schieben, Bauchnabel hochziehen, Flanken heben, aus den Schultern heben, Kopf einrollen, Blick Richtung Oberschenkel. Und Pferderücken, Becken nach vorn kippen, Lendenwirbelsäule eintauchen lassen, Brustwirbelsäule eintauchen lassen, das Brustbein heben, den Blick nach vorn heben. Und mach das noch ein paar Mal. Weniger jetzt technisch, eher mit einem guten Gespür für deinen Körper. Gut, dann lande in der nächsten Runde im Vierfüßler mit einem neutral langen Rücken. Stell die Füße auf und schieb dich nach oben in den abwärts schauenden Hund. Spreiz die Finger, streck die Arme, streck die Achseln, schieb deine Flanken ganz hoch, heb die Sitzbeine hoch und senk die rechte Ferse tiefer. Spür die Dehnung der Beinrückseite. Dann wechsel zur linken Ferse, senk die linke Ferse tiefer, spür die Dehnung der linken Beinrückseite. Und mach das ein paar Mal. Lauf auf der Stelle. Ja, wir brauchen die Beinrückseiten für den Hauptteil dieser Stunde. Bereiten Sie also vor. Dann heb beide Fersen hoch, winkel die Knie, sodass du nah an die Oberschenkel kommst. Schieb dein Becken ganz hoch, ist ganz lang im Rücken. Lass den Rücken lang und senk beide Fersen über die Außenkanten wieder tiefer Richtung Erde. Den Kopf einrollen, Blick Richtung Oberschenkel, tief durchatmen, das Herz, lass es Richtung Erde schmelzen, tauch also in den Schultergürtel ein und jetzt bring den Blick nach vorn Richtung Hände, roll nach vorne den hohen Liegestütz und leg dich zur Erde, indem du erst die Knie absenkst und dann dein Brustbein vor den Händen absenkst und dann dein Becken ausgleiten lässt. Also leg die Füße lang ab, schieb dein Steißbein nach hinten. Das brauchen wir immer, diese Einrollbewegung des Beckens in den Rückbeugen, um den unteren Rücken Länge zu schenken. Drück die rechte Hand nach unten, schraub dich nach rechts hoch, bring den Blick Richtung Schulter. Atme ein, atme aus, leg dich nach vorn wieder ab. Einatmen, linke Hand nach unten drücken, nach links aufschrauben, Blick Richtung Schulter. Ausatmen, zurückkehren. Mach das ein paar Mal. Kleine Vorbereitung für den Rücken. Kann sehr schön geschmeidig hier sich bewegen. Und dann, wenn du aus der linken Seite wieder zurückkehrst in die Bauchlage, dann bleib dort. Nochmal das Steißbein nach hinten schieben, roll beide Schultern zurück, dann zieh dich nach vorn hoch in die Cobra, lass die untersten Rippen am Boden, schieb die Hände nach hinten, rutsch nach vorn hoch. Und dann komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann streck dich wieder ganz lang aus und dann senk die Knie, komm in den Katzenbuckel nach unten, gleite zum Pferderücken und in die Position des Kindes. Und aus dem Kind wieder nach oben, der Katzenbuckel, der Pferderücken, der abwärts schauende Hund. Aus dem lang gestreckten Gefühl rollst du dich vor in den hohen Liegestütz, dann legst du die Knie ab, dein Brustbein,
in dein Becken. Becken einrollen, Schulter nach oben und nach hinten schieben. Zieh die Hände nach hinten, zieh dich nach vorne hoch in die Cobra und komm noch einmal zurück in den abwärts schauenden Hund. Dann lauf hier auf der Stelle, vielleicht auch ein bisschen lockerer, lebendiger, spritziger. Such dir überall Bewegungen dort, wo sie gut tun. Dann heb dein rechtes Bein nach hinten hoch, schieb die rechte Ferse weit weg, drück die rechte Hand in den Boden, streck die rechte Seite ganz lang, dann schau Richtung Hände, zieh das Knie zum Brustbein, komm in den Schultern über die Hände, saug den Bauchnabel hoch, zieh das Knie ein bisschen höher an den Brustkorb und stell dann den Fuß vor dir auf. Wir gehen jetzt ganz gezielt in die Oberschenkelmuskulatur, die wir heute auch brauchen, für die Rückbeugen. Lass dafür dein Becken ganz locker nach oben und unten federn. Das ist eine lockere Federbewegung, spritzig, elastisch. Und das gibt so Dehnimpulse in die Oberschenkelmuskulatur, besonders links im Oberschenkel, der Vorderseite. Also ganz locker federn. Und lass diese Federbewegung ausklingen. Die war sehr interessant für die Muskulatur in ihrer Umhüllung, aber auch für die Sehnen, die elastisch sein müssen, also diese Verbindung zwischen den Muskeln und Knochen. Jetzt lass das Becken ein bisschen tiefer sinken. Das verändert vielleicht die Dehnung, denn geht jetzt mehr in die Muskelfasern, also den Muskelbauch. Und so wie dein Becken jetzt einfach Gewicht abgibt nach unten, so bau eine Gegenbewegung auf. Das ist der linke Oberschenkel. Zieh den über die Innenseite aktiv nach oben. Also streck das hintere Bein aktiv durch, während gleichzeitig das Becken weich nach unten sinkt. Das sollte jetzt schon sehr gut die Oberschenkelmuskulatur hier langstrecken. Wenn du mehr davon magst, dann heb dein Brustbein nach vorn, heb den Blick nach vorn. Und nochmal tief atmen. Und jetzt heb dein Becken ein bisschen höher, komm etwas aus der Dehnung raus, dann senk dein hinteres Knie zur Erde. Du kannst da gerne ein Polster unter die Kniescheibe schieben, damit einfach dein Knie so gut aufgesetzt jetzt ist und nicht zu hart drückt. Den hinteren Fuß, du kannst ihn aufstellen oder ablegen. Eins von beiden ist jetzt schöner für die Kniescheibe. Jetzt setz den vorderen, den rechten Fuß, so ungefähr eine Fußbreite nach außen und bring die rechte Hand nach innen. Wenn du jetzt dein vorderes Knie beugst, das kann auch über den Fuß hinausschieben. Das hat jetzt keine besondere Anstrengung dafür. Und dann kannst du spüren, dass dein Becken nach vorn eintaucht. Das dehnt jetzt einmal andere Muskelbereiche im linken Oberschenkel. Und was genau dehnt, das kannst du suche mit so kleinen Bewegungen, so kleinen Kreisbewegungen des Beckens. Ja, such dir Fasern, die sich strecken dürfen in der Oberschenkelmuskulatur. Und dann lass dein Becken einmal schwerer nach unten sinken. Auch hier, du kannst mehr in die Dehnung eintauchen, wenn du magst. Dann krabbel einfach mit den Händen von dir weg, nach vorn. Zieh die Ellenbogen etwas nach außen und tauch mit dem Brustkorb nach unten ein. Kann jetzt sogar der rechte Oberschenkel in der Rückseite deutlich dehnen. Schick die Atmung überall dorthin, wo du die Dehnung jetzt gut spürst. Ja, und dann komm wieder zurück mit den Händen unter die Schultern, hinteren Fuß aufstellen, wenn er abgelegt war, hinteres Knie heben und dann komm zurück, der abwärts schauende Hund. Und such dir Bewegungen aus. Einatmend den hohen Liegestütz fließen, ausatmend die Bauchlage, einatmend die Cobra, Steißbein zurück, Schultern zurück, zieh dich nach vorn hoch, ausatmend abwärts schauender Hund. Zieh dein linkes Bein nach oben, schieb die Ferse weit weg, drück die linke Hand nach unten, streck dich ganz lang, dann schau Richtung Hände, zieh das Knie zum Brustkorb, die Schultern über die Handgelenke, Bauchnabel hochziehen, Knie in den Brustkorb hochziehen und den Fuß aufsetzen. Auch hier ganz locker das Becken federn lassen, hoch und runter. Eine sehr schöne, spritzige Bewegungsidee für die Sehnen und Faszien der Beine.
Alles erfährt diese elastische Grundbeweglichkeit. Na, dann lass diese Federbewegung so langsam ausschwingen. Lass das Becken tiefer sinken und nimm wahr, was jetzt an Dehnungen spürbar ist im Oberschenkel. Wir vertiefen die Dehnung, indem du die Innenseite des rechten Oberschenkels nach oben ziehst, dein rechtes Bein also ganz streckst und dann zwischen den Beinen das Becken wieder tiefer sinken lässt. Zwei Bewegungen, Becken sinkt nach unten und die Innenseite des Oberschenkels schiebt hoch. Wenn du mehr magst, dann heb dein Brustbein, bring den Blick nach vorn und das streckt dann noch ein bisschen mehr die Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Ganz tief durchatmen und dann heb das Becken ein bisschen höher und setz dein Knie zur Erde. Gerne mit einem Polster, sodass die Kniescheibe sich wohlfühlt. Hinteren Fuß aufstellen oder ablegen. Eins von beiden ist für das Knie jetzt schöner. Linker Fuß eine Fußbreite nach außen, die Hand nach innen. Jetzt lass dein Becken schwerer nach vorn eintauchen. Und such mit kleinen Bewegungen des Beckens Fasern in den Oberschenkeln, die sich dehnen. Lass auch hier dein Becken schwerer und ruhiger nach unten sinken. Winkel dein linkes Knie dafür gut an. Und wenn du tiefer in die Dehnung eintauchen möchtest, dann bring die Hände weiter nach vorn und zieh die Ellenbogen nach außen weg und tauch mit dem Brustkorb weich nach unten ein. Lass dich in die Dehnung sinken. Und nutz dafür deinen Atem. Jeder Atemzug hilft dir, um Spannung loszulassen, aber auch um dein Herz zu ernähren. Stell dir vor, es sinkt ein wenig tiefer, sinkt liebevoller Richtung Erde. Und dann komm wieder zurück, Hände zurück, hinteres Knie nach oben strecken, einen Schritt zurück zum abwärtsschauenden Hund. Such Bewegungen, die Spannung lösen können aus deinem Körper. Dann senk die Knie in den Katzenbuckel, gleite zum Pferderücken. Und zum Kind. Einen Moment durchatmen hier. Beinmuskeln können sich entspannen. Und dann komm wieder nach oben mit der Einatmung in den Katzenbuckel, den Pferderücken. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz. Ausatmen in die Bauchlage. Einatmen in die Kobra auftauchen. Ausatmen in den abwärtsschauenden Hund. Nochmal einatmend in den hohen Liegestütz und ausatmend in die Bauchlage. Und dann bleib hier, komm in die Sphinx, schieb dafür die Unterarme nach vorn, so ungefähr auf Schulterbreite. Die Sphinx, eine sehr sanfte, passive Rückbeuge. Wir gehen jetzt also aus der Oberschenkelmuskulatur in den Rückenbereich, um ihn auf diese nächsten Rückbeugen vorzubereiten. Lass dich dafür weich in diese Haltung schmelzen. Was bedeutet, dass du auch die Höhe deines Oberkörpers und damit die Intensität dieser Rückbeuge nachjustieren kannst. Es wird ein bisschen weicher, sanfter, nicht ganz so hoch, wenn du mit den Händen etwas nach vorn kommst. Und wie immer im Yoga ist die Maßgabe das Körpergefühl und nicht das Ego. Körpergefühl bedeutet, dass der untere Rücken in dieser Kompression sich noch wohlfühlen sollte. Wenn nicht, dann komm deutlich tiefer. Und wenn es passt, im Laufe der Zeit kannst du auch natürlich das wieder erweitern, also die Ellenbogen wieder Richtung Schultern ziehen. Die Lendenwirbelsäule ist sehr flexibel, was Rückbeugen angeht. Sie macht also sehr gut ein Hohlkreuz. Auch im Alltag ist dafür oft sehr komprimiert. Die Brustwirbelsäule ist ein wenig immobiler, was Bewegungen in der Rückbeuge angeht.
Lass uns deswegen diese Rückbeuge ein bisschen mehr nach oben tragen. Und da kannst du dir vorstellen, dass du die Schulterblätter zueinander saugst und nach vorn in den Brustkorb schiebst. Und eben aus der Rückseite dein Brustbein nach vorn hochträgst. Auch dein Herz etwas nach vorn hebst. Das alles kommt aus der Rückseite. Lass die Atmung tiefer fließen. Und dann komm einen Moment ganz Richtung Erde. Du kannst die Unterarme parallel vor dir ablegen, die Stirn oder eine Wange der Wahl ablegen und tief durchatmen. Wenn du die Wahrnehmung der Atmung jetzt erfährst, dann sicherlich im unteren Rücken. Der wird geatmet. Und da kannst du gerne mit dem Becken so ganz locker die Seiten schütteln und den unteren Rücken verwöhnen. Lass dein Becken wieder ausklingen. Bring die Hände an die seitlichen Rippenbögen, die seitlichen unteren Rippen zurück. Schieb das Steißbein zurück, roll die Schultern zurück. Wir kommen hoch in die Cobra. Oder wenn du weiter aufsteigen möchtest in den aufwärtsschauenden Hund, da verlässt dann die Bauchdecke den Boden, das Becken den Boden, auch die Knie heben sich vom Boden hoch. Atme tief ein, zieh dich zwischen den Schultern heraus. Ausatmen, Bauchnabel einsaugen, schieb dich langsam zurück in den abwärtsschauenden Hund. Finde Bewegungen, die die Wirbelsäule und besonders den unteren Rücken wieder aus Spannungen herauslösen können. Und dann wander mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Stütz die Hände auf die Oberschenkel. Komm in die Hocke, Utkatasana. Und beweg dich hier. Versuch nochmal Spannungen aus dem unteren Rücken herauszuarbeiten. Und dann komm langsam nach oben zum Stehen. Wunderbar. Uns erwartet hier eine Sequenz im Stehen. Der halbe aufwärtsstrebende Bogen, Urdhva Ardha Dhanurasana und die Position des königlichen Tänzers, Natarajasana. Beides sind Standhaltungen auf einem Bein, also mit Balance und Rückbeugen kombiniert. Und das sind sehr schöne Vorteile für den Körper. Du brauchst also ein bisschen Platz um dich herum. Und ich bitte dich, die Füße so aufzustellen, dass die Beine parallel zueinander verlaufen. Na, dann heb deine Zehen hoch. Hat zwei Vorteile. Du kannst zum einen die Auflageflächen der Füße deutlicher wahrnehmen. Das sind die Fersen als große runde Struktur. Es ist diese lange Auflagefläche der Fußaußenkante. Und vorne der Zehenballenbereich, diese Querstruktur, drückt da besonders den Großzehenballen tiefer in den Boden. Also nochmal, die Zehen sind gehoben, das Fußgewölbe aufgerichtet. Ja, drück die Fersen nach unten, Außenkanten und Großzehenballen. Ja, so, du kannst die Auflageflächen gut erden, wenn die Zehen gehoben sind und das Fußgewölbe ist aufgerichtet. Lass es so, wie es ist und senk die Zehen aufgefächert und sanft wieder zur Erde zurück. Gut. Jetzt verlagere etwas mehr Gewicht auf den linken Fuß. Drück ihn dort tiefer in den Boden. Winkel dein rechtes Knie an, sodass die Ferse den Boden verlässt. Dann schau dir mit dem Blick gegenüber einen Punkt in der Ferne an, der dir Halt gibt. Konzentriere dich auf das, was du machst. Nämlich die rechte Ferse zum Gesäß ziehen. Jetzt greif mit der rechten Hand den Fuß. Das kann das Fußgelenk sein, das ist die sanftere Variante. Kann auch der Fußrücken sein. Das ist die Variante, die die Oberschenkelmuskulatur ein bisschen mehr dehnt. Wenn du den Fußrücken greifst, dann stülp die Fußzehen über die Finger drüber. Dein rechtes Knie hat oft sehr so eine Ausweichtendenz nach außen. Zieh also das Knie wieder unter die Hüfte zurück. Jetzt schieb dein Steißbein nach unten. Stell dir vor, du hast eine Hose mit einem Reißverschluss an, den du muskulär zumachst. Dann bring die linke Hand an die Lendenwirbelsäule oder je nach Möglichkeit auch mit zum Fuß nach hinten. Wenn der Rücken jetzt sehr fest wird, dann lass die Hand an der Lendenwirbelsäule. Nochmal Steißbein nach unten schieben, Reißverschluss an der Hose imaginär zumachen. Heb dein Brustbein hoch, roll die Schultern zurück und jetzt schieb den Fuß aktiv vom Gesäß nach hinten weg. Rechtes Knie schiebt zurück. Ja, damit spannt sich der Oberkörper in einen Bogen auf, dein Brustbein hebt sich hoch,
Das kannst du gut spüren am Stoff des T-Shirts. Das wird weit hier, das streckt sich. Atme nach vorn hoch, Rippe für Rippe nach oben, zum Raum des Herzens. Trag es hoch, entspann es. Lass die Gesichtszüge weich werden. Lass dich atmen. Und jetzt löse wieder auf, zieh dein Knie zum Brustkorb, greif es dort, halte dich fest am Knie. So ein Ausgleich im unteren Rücken, der wird wieder lang, entspannt sich, schweb zwischen dem Brustkorb nach oben hoch. Und wenn du magst, dann führe deine Stirn Richtung Knie. Ja, roll dich einmal ein, lass den Rücken atmen und richte dich wieder auf. Und stell den Fuß zurück zur Erde. Sehr gut. War die erste Seite des halben aufwärtsstrebenden Bogens. Urdhva Ardha Dhanurasana. Zweite Seite folgt. Drück den rechten Fuß nach unten. Fokussiere dich wieder auch mit dem Blick, auch mit den Gedanken und der Aufmerksamkeit. Rechten Fuß gut erden. Linkes Knie anwinkeln. Löst die Ferse vom Boden. Jetzt ganz in Ruhe, zieh die Ferse Richtung Gesäß und greif mit der Hand den Fuß. Das kann wieder das Sprunggelenk sein oder der Fußrücken. Dann kannst du dort die Zehen über den Finger stülpen. Dein linkes Knie unter die Hüfte zurückziehen. Dein Steißbein nach unten schieben. Einen imaginären Reißverschluss muskulär hochziehen. Jetzt die rechte Hand entweder an die Lendenwirbelsäule oder mit zum Fuß, je nachdem, was der untere Rücken hier mag. Beide Schultern ziehen zurück, noch einmal Steißbein nach unten schieben, Reißverschluss an der Hose zumachen, Beckenboden schließen und jetzt schiebst du aktiv den Fuß nach hinten weg. Und das ist dieser Bogen, Pfeil und Bogen, deine Arme sind die Sehnen des Bogens und dein Körper ist dieser Bogenkörper selbst. Die Vorderseite dehnt sich, die Oberschenkelmuskulatur dehnt sich, deswegen haben wir die vorbereitet. Bauchdecke streckt sich, Brustkorb weitet sich, Brustbein hebt sich hoch. Atme diesen Weg nach oben hoch, Rippe für Rippe hoch zum Herzen. Trag es nach vorne hoch in die Welt. Entspann es aus seiner Rückseite heraus. Lass das Gesicht weich werden und gütig. Und einmal tief atmen, Fuß ein bisschen weiter wegschieben. Und der Ausgleich, zieh dein Knie zum Brustkorb nach vorn hoch, greif dein Knie, der untere Rücken ist ganz lang jetzt, schweb mit dem Brustkorb hoch. Und wenn du möchtest, auch hier, lass die Stirn, das Knie zueinander finden. Tief atmen, der Rücken ist ganz weit. Und dann komm wieder hoch, richte dich auf, stell den Fuß ab. Ja, such dir Bewegungen aus, die Spannungen aus dem Körper herausschütteln können. Gut, zweiter Durchgang hier im Stehen. Natarajasana, die Haltung des königlichen Tänzers. Wir kennen Nata als Tanz. Raja ist ein König. Wir kennen es von Maharaja, dem großen König. Und Asana, die Haltung. Natarajasana. Beginn wieder links und drück den linken Fuß nach unten. Der Aufbau ist erstmal ähnlich wie eben in diesem halben Bogen. Linker Fuß erdet sich, die Zehen entspannen sich. Winkel dein rechtes Knie, fokussiere den Blick und die Aufmerksamkeit. Zieh deine rechte Ferse Richtung Gesäß und greif den Fuß, Fußrücken oder Fußgelenk. Steißbein schiebt nach unten, Beckenboden schließt sich, Bauchdecke zieht so einen Reißverschluss der Hose nach oben zu. Jetzt streck den linken Arm nach oben. Streck die linke Seite ganz, ganz groß und lang. Und du kannst das linke Knie ein bisschen beugen, ganz homöopathisch, damit dein Knie nicht einrastet oder sich so anfühlt. Mal links nach oben strecken, Steiß nach unten schieben. Jetzt eine Veränderung, jetzt kippt dein Becken nach vorn aus. Jetzt merkst du, die Beinrückseite dehnt sich so langsam, deswegen haben wir die vorhin gedehnt. Jetzt schieb den Fuß aktiv vom Gesäß nach oben hoch. Wir spannen den Rücken in die Rückbeuge, dann heb noch dein Brustbein nach vorn hoch, heb den Blick wieder nach vorn und lass dich hier atmen. In Nadadajasana. Ein Tanz, das ist immer eine Verbindung aus Kraft und Lebendigkeit. Finde das hier,
Finde die Atmung. Trag dein Herz in die Welt nach oben hoch. Und du löst wieder auf, zieh den Knie an den Brustkorb heran. Kleiner Ausgleich, schwebt noch einmal hoch. Und stell den Fuß zurück. Gut. Zweite Seite. Drück den rechten Fuß nach unten. Verwurzel ihn gut. Beug dein linkes Knie, löst die Ferse vom Boden. Zieh die Ferse Richtung Gesäß, greif den Fuß. Linkes Knie zieht unter die Hüfte, Steißbein schiebt nach unten. Die rechte Hand hebt nach oben. Streck dich ganz groß. Du kannst das Standbein ein bisschen anbeugen, damit das Knie nicht sich so eingerastet anfühlt einfach. Ja, nochmal. Rechten Arm nach oben, Steiß nach unten, Beckenboden schließen. Reißverschluss einer imaginären Hose, imaginär mit den Muskeln zuschließen, hochziehen. Und jetzt kipp dein Becken nach vorn und dann schieb den Fuß nach hinten hoch, weg vom Gesäß. Und heb dein Brustbein hoch, bring den Blick nach vorn. Atme dich in diesen Asana, in diesen Tanz. Eine ganz weite Vorderseite, eine ganz starke Rückseite. Nochmal tief durchatmen und dann löst wieder auf in den Ausgleich, zieh dein Knie an den Brustkorb heran, schweb hoch nach oben und erde den Fuß zurück in den Stand. Bevor wir den Ausgleich machen, bitte ich dich, die Augen kurz zu schließen oder dir einen Punkt anzuschauen, die Augen aufzulassen und dann spüren den Körper, besonders in das Verhältnis zwischen deiner Rückseite und deiner Vorderseite. Die Rückseite hat so viel Kraft jetzt bekommen, so viel Stärke, so viel Stabilität. Das ist sicherlich noch als Spannung und Kraft spürbar. Die Vorderseite hat Gelegenheiten bekommen, sich zu strecken. Auch das ist spürbar. Spür dein Herz, wie es in der Weite des Brustkorbs pulsiert. Und nimm wahr, wo die Atmung jetzt sehr deutlich präsent ist. Und dann öffne langsam wieder die Augen. Wir genießen einen kleinen Ausgleich, versuchen dafür Spannungen aus dem Rücken zu lösen. Und das geht gut über Drehungen. Ja, also es lohnt sich aus Rückbeugen, wenn der Rücken komprimiert ist, einen Ausgleich mit Drehungen zu finden und die Wirbelsäule wieder zu neutralisieren. Schwing ganz locker um deine eigene Achse dafür. Und dann lass hier in dieser Drehung noch etwas entstehen, eine andere Qualität, nämlich die einer inneren Größe. Wir haben alles dafür vorbereitet. Wir haben den Rücken gestärkt, wir haben die Vorderseite gestreckt. Also schraub dich nach oben hoch. Und lass die Bewegung wieder ausschwingen. Und komm bitte in den Sitz. Wir bleiben noch in einer Sequenz in Rückbeugen. Jetzt aber etwas tiefer, etwas geerdeter. Und geh in die Rückenlage, brauchst also Raum hinter dir. Und dann roll dich langsam nach hinten ab. Gut. Wenn du ankommst in der Rückenlage, lass die Füße einfach vor dem Becken aufgestellt. Und wir gehen wieder in diese dynamische Schulterbrücke, so wie am Anfang dieser Yoga-Praxis auch. Das heißt, ich bitte dich, dein Becken einzurollen, es nach oben zu heben, den Rücken aufzurollen nach oben, die Arme weit über oben nach hinten abzulegen, eine Pause zu machen mit Fäusten
und ausatmend alles wieder zurück nach vorn zu bringen, die Fäuste dabei zu öffnen. In der Ausatemlehre die Knie heranziehen und die Füße aufstellen. Einatmen, Becken heben, Arme weit nach hinten führen. Ausatmen, alles zurückbringen. Arme zurück nach vorn, Rücken ablegen. In der Ausatempause die Knie umarmen. Mach das noch ein paar Runden für dich weiter. Finde wieder ein geschmeidiges Gefühl im Rücken zurück. Und beginn noch eine neue Runde. Und komm hier in die Schulterbrücke. Bring nur die Arme nach vorn. Du kannst sie gerne lang ablegen Richtung Fersen. Du kannst ja gerne die Hände zu einer Faust vereinen. Dann dreh die Oberarme auswärts, zieh die Schultern und den Rücken zueinander. Und richte dich noch einmal ein in dieser Schulterbrücke, Setu Bandhasana. Trag die Schulterblätter nach oben in den Rücken. Heb dein Herz aus der Rückseite nach oben. Atme es hoch. Roll dein Becken ein, schieb den Steiß Richtung Oberschenkel hoch. Stell dir in den Knien ein Luftpolster vor, das du drückst. Und drück die Füße nach unten. Und beobachte, wie sich das jetzt anfühlt, nach all den Erfahrungen dieser Praxis. Wie bist du jetzt in dieser Schulterbrücke angekommen? Wie fühlt die sich an? Atme tief. Du kannst hier auch einbeinig weitermachen, also einen Fuß nach unten drücken, das andere nach oben schieben. Mal schauen, wie er sich hier anfühlt jetzt. Und dann wechsel die Seite. Schieb den anderen Fuß hoch. Atme. Und komm wieder zurück mit dem Fuß. Mal das Becken hochheben, dein Herz nach oben tragen. Tief durchatmen. Und dann löst wieder auf, die Arme nach außen an die Ränder der Matte, zieh die Schultern nach außen und roll dich langsam zurück zur Erde. Senk dein Becken zurück, spür nach, atme durch. Erlebe, wie dein Herz sich entspannt. Ich möchte dich einladen, noch eine recht intensive Rückbeuge zu erfahren. Es ist eine Variante von Chakrasana, vom Rad, beziehungsweise das Rad selbst. Ich zeige dir erstmal die Variante. Du kannst mir einfach zuschauen. Ich bringe die Hände neben die Ohren, drehe die Handflächen nach unten, die Fingerspitzen zeigen Richtung Gesäß, ziehe die Ellenbogen aufeinander zu, stelle mir zwischen den Knien ein Luftpolster vor, das ich drücke, roll mein Becken ein, heb es hoch, drück jetzt die Hände nach unten und zieh mich kurz auf den Scheitel nach oben hoch. Ja, und komm dann wieder zurück. Okay, lass es uns probieren. Die Hände neben die Ohren aufsetzen. Fingerspitzen Richtung Becken. Ellenbogen ziehen aufeinander zu, als würde da ein großer Luftball sein, den du drückst. Jetzt die Knie aufeinander zuziehen, die Innenseiten der Beine aktivieren. Steißbein wegschieben. Füße nach unten drücken, Becken hochrollen, Wirbel für Wirbel, Wirbel den Rücken aufrollen. Jetzt braucht es einen kurzen Schub in den Händen nach unten, um auf den Scheitel zu kommen. Schau nach hinten, gib nicht zu viel Gewicht auf den Kopf, drück die Hände nach unten, Ellenbogen zusammenziehen, Knie zusammenziehen, Becken einrollen, heben, atme. Bleib entweder hier oder komm zurück oder wenn du ganz hoch in das Rad magst, dann drück die Hände nach unten und schieb dich hoch. Tief durchatmen. Und wenn es dir reicht, dann kommst du zurück, entscheide das selbst. Wir treffen uns wieder in der Rückenlage, wenn du soweit bist. Und wenn du hier angekommen bist, dann spür wieder nach. Was ist das jetzt für ein Körpergefühl? Wie pulsiert dein Herz? Ich möchte dich noch einmal mitnehmen auf diesen Weg in die Vorbereitung des Rades oder das Rad selbst. Stütz noch einmal die Hände neben den Ohren auf, drück die Ellenbogen zueinander,
Drück die Knie zueinander, halte dort einen Luftpolster aktiv fest. Becken rollt ein, du schiebst die Füße nach unten, ziehst dein Becken hoch, ziehst dich sanft auf den Scheitel. Verweil hier, Hände drücken nach unten, Knie drücken zusammen, Becken schiebt hoch oder streck nochmal die Arme, zieh dich ganz hoch in das Rad. Lass dich atmen. Und wenn es dir reicht, dann komm wieder zurück. Leg dich ab, bring die Arme wieder an deinen Körper und spür noch einmal nach in die Vibration deines Herzens, in ihren Puls, in die Vibration der Atmung. Schick die Atmung in den Raum deines Herzens. An Ausgleich, lass die Knie sanft nach rechts und links schaukeln. Du kannst die Arme ausbreiten zur Seite und kannst den Kopf entgegengesetzt mitschwingen lassen, um den Nacken zu verwöhnen. Und wenn du merkst, du magst diese Drehung aktiver, dann leg einfach ein Bein über das andere und schaukel weiter in die Seiten. Und das alles mit einer inneren Harmonie. Wenn du die Knie übereinander gelegt hast, dann wechsel zum anderen und schwing nochmal weiter. Und dann komm in der Mitte wieder an. Versetz dein Becken eine halbe Breite nach rechts und lass die Knie nach links sinken. Wir kommen in einer Drehung zur Ruhe. Richte dir das gut ein. Versetz auch den Kopf ein Stück nach links und roll ihn dann auf die rechte Seite. Und dann richte dich hier so ein, dass du das Gefühl hast, dass du wunderbar entspannt ankommen kannst. Dass es genau richtig sich anfühlt für dich selbst. Und wenn du das Gefühl hast, dann verweil dort und schließ die Augen. Und bleib neugierig dir selber gegenüber. Wo fühlst du jetzt beispielsweise Bereiche, die sich strecken? Wo spürst du Strukturen, die sich entspannen können? Und wo sind Räume, die geatmet werden? Komm peu à peu zur Mitte zurück. Mit dem Becken zurück in die Mitte. Und dann von hier eine halbe Breite nach links. Lass die Knie nach rechts sinken. Versetz den Kopf ein Stück nach rechts und roll ihn auf die linke Seite. Richte dir diese Position so ein, dass du genau dort angekommen bist, wo es dir gut tut, wo du dich wohlfühlst und bleiben möchtest. Und dann verweil dort. Und genieße. Genieße das Gefühl, dass Bereiche deines Körpers sich strecken können. Dass sie eine innere Länge finden. Genieße auch das Gefühl des Entspannens. Genieß die Atmung, die dich verwöhnt.
Und dann komm wieder zur Mitte zurück. Zieh die Knie zu dir heran an den Brustkorb, greif die Knie, dreh die Ellenbogen ein bisschen nach außen und schaukel nach rechts und links und massiere hier am Ende dieser körperlichen Praxis den Rücken. Ja, dann such dir einen Weg nach oben zum Sitzen aus. Bleib noch ein paar Momente im Sitzen, also dass Dehnen wirklich bequem werden dürfen. Und wenn du einen bequemen Sitz entdeckt hast, dich dort wohlfühlst, dann schließ die Augen. Und lass uns diese Praxis nachspüren. Besonders wenn du die Rückseite deines Oberkörpers mit der Vorderseite vergleichst. Es sind sehr unterschiedliche Erfahrungen. Die Rückseite, wir haben sie komprimiert. Wir haben ihr Kraft geschenkt. Wir haben den Rücken gestärkt. Das hilft ihm, um dich jetzt mühelos aufzurichten. Deine Wirbelsäule hat eine innere Stabilität, die dich nach oben trägt. Und da sie diese innere Kraft hat, können die äußeren Strukturen, die äußeren Muskeln deines Körpers sich entspannen. Der Sitz kann aufgerichtet werden und sich entspannt und lebendig anfühlen. Wenn du die Vorderseite spürst, da spürst du ganz viele Bereiche und Strukturen, die sich strecken können und damit die gesamte Aufrichtung deines Körpers unterstützen. Der Brustkorb kann viel freier sein, das Brustbein sich weiter nach oben heben. Alles ist frei. Und da der Brustkorb jetzt viel lebendiger ist und aufgerichteter ist im gesamten Umfeld deines Körpers, kann die Atmung freier in die Lungen fließen. Und die Atemräume viel lebendiger sich ausdehnen mit der Einatmung. Also nimm die Einatmung wahr, wie frische Luft nach innen strömt in die Räume der Lungen, die sich auffächern, die den Brustkorb weiten. Und stell dir vor, dass dein Brustkorb mit dem Einatmen nicht nur weit wird und sich auffächert in alle Richtungen, sondern auch leicht wird und sich nach oben hebt. Die Einatmung trägt den aufgefächerten Brustkorb in seiner inneren Weite, in all seiner Leichtigkeit nach oben. Und wenn die Ausatmung entsteht, dann fließt der Brustkorb wieder zurück, die Rippen nähern sich wieder an, ihrem Ursprung. Lass die Ausatmung symbolisch nach unten fließen, in den Raum des Beckens, in die Erde unter dir, um dich zu verwurzeln, um anzukommen, um hier sein zu können. Und da unten entsteht die Einatmung, die fließt die Wirbelsäule entlang nach oben, fächert dann von unten nach oben die Rippen auf. Rippe für Rippe weitet sich der Brustkorb, bis die Einatmung hoch in den Raum des Herzens nach oben fließt, dort ihr Maximum erreicht, in all diese inneren Fülle und Leichtigkeit und sich zur Ausatmung wendet, die wieder zurückfließt nach unten. Der Brustkorb fließt zurück in seinen Ursprung. Ausatmung fließt in das Becken und zur Erde. Erreicht dort ihr Maximum, wendet sich zur Einatmung, die wieder nach oben fließt. Am neuen Zyklus, bis hoch in die Weite des Herzens, in die Fülle des Brustkorbs, in die innere Freiheit und Leichtigkeit. Das alles ist ein sehr lebendiges und feines Atemsystem. Dein gesamter Körper schwingt mit, ist entspannt, lässt sich atmen.
Dein Herz wird geatmet. Jede Anatmung schenkt ihm auf sehr direktem Weg frisches, sauerstoffreiches Blut. Es nährt dein Herz und die Herzmuskulatur. Dann pumpt dieser Motor deines Blutkreislaufs dieses sauerstoff-nährstoffreiche Blut über die Blutbahn in den gesamten Körper. Jedes Organ, jede einzelne Zelle wird davon ernährt. Ein weites, lebendiges Herz, das voller Energie dich wieder in den Alltag zurückträgt, dir dort die Kraft schenkt für die Wege, die vor dir liegen. Und so bring bitte die Hände vor dem weiten Herz zueinander, zu einer sehr liebevollen, sanften Geste, mit der wir gemeinsam diese Praxis beenden. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus, bringe sie über die Seite zu einem großen Bogen hoch über den Kopf. Wenn du ausatmest, bring die Hände zueinander, dann vor die Stirn, den Mund und vor das Herz. Und nochmal einatmen, die Arme ausbreiten. Stell dir vor, es ist wie eine Umarmung, die du zum Herz mit dem Ausatmen zurückträgst. Wenn du magst, dann genieß ein Verneigen und Verbeugen vor dir selbst und für dich selbst mit einem Danke für die Zeit, die du für dich schenktest. Und dann bitte ich dich, dich wieder aufzurichten, die Augen wieder zu öffnen. Ja. Ein starker Rücken, den wir in dieser Praxis fanden, kann dich begleiten, kann dich aufrichten im Alltag, dir eine innere Größe schenken. Deine wahre Größe, ein weites Herz, das dich verwöhnt, das den Blutkreislauf antreibt, das dir Energie schenkt für die Herausforderungen, die vor dir liegen. Und das Herz ist nicht nur der Motor des Blutkreislaufs, es ist ja auch der symbolische Ort für das, was wir mit dem Herzen verbinden. Güte, Mitgefühl oder Anerkennung, etwas, was du mit deinem Herzen verbindest, das du dir schenken möchtest, vielleicht aber auch weiterreichen möchtest an deine soziale Umwelt. Ja, und es gibt ein sehr schönes Zitat, das ich dir zum Abschluss mitgeben möchte. Es stammt von Joseph Schubert und er hat gesagt, der Verstand, der kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz, das kann uns sagen, was wir tun sollen. Und in dem Sinn wünsche ich dir, dass dein Herz dich durch die nächsten Tage begleitet und leitet. Sage herzliches Danke für deine Zeit, dein Vertrauen, das du mir schenktest und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest und wir uns wiedersehen können. Bis dahin, herzlichen Dank und Namaste.